paikallinen ja Ivo Näimaa. Ja, Standbilder. Ja, gut. Na, ich hab von Alicia, die ist angegangen, wo sie drin reingestellt hat. Da wollte ich die aussteigen, bin aber auf Facebook gekommen bei dem M und da hat es klack gemacht. Ja, wie Foto. Hast du ein Foto gemacht? Ja, ich glaube, hast du ein Foto gemacht. Normalerweise müsste ich, das ist in der Vorschrift, die müsste man eigentlich gleich wieder löschen, weil sich Ball überquicknimmt. Nichts drauf, aber der zählt die als 320 Megabyte. Das Video. Obwohl nichts drin ist. Kannst du ja einen Vorabsender machen. Ja, da müsste ich selbst noch rausholen. Und alle durchgucken, das Speicher kommt. Und alle, die null sind, löschen. Wo 0 Minuten da steht. Okay, noch wieder. Warte ja. Mal. Ja, so, das sind ja die hier oben. Ja, so ungefähr. Ja, könnte sein. Es wird ruckelig, wir müssen die Winterreifen auf. Winterreifen bei Tummel. Ja, ich nehm Spike. Was heißt Reifen? Schneeketten. Da hast du Ketten um den Reifen rundherum. Hast du noch nie Schneeketten gesehen? Doch, an einem Bagger. An einem Bagger? An einem Bagger ist Ketten. Nee, das ist das. Der Bagger braucht keine Schneeketten. Nee, der meint, das ist eine Panzerkette. Ja, das ist ohne Kette, ja, aber das ist nicht. Hast du Schneeketten zu Hause? Nee, nicht mehr. Hat dein Vater welche? Nee, hat er auch nicht mehr. Wir hatten mal welche in der Spätung. Die haben dann irgendwann verklopft oder weggeschmissen, weil wir den Gewahr dabei. Das sind Ketten und die werden in deinem Rad gefunden. Weil das ist Metall, da kannst du das verfahren. Da rutscht es nicht. Ja. Das gibt hier Holz. Was? Hä? Ketten, die bohren sich in Schnee, die teilen sich da rein. Ja, ich zeig dir immer noch mal Schneeketten, weil ich immer noch nicht mal Schneeketten. Das sieht doch aus, das sieht doch aus, das sieht doch wieder aus. Die sind nicht fürs Eis, da rutschst du. Die sind für das Schneeketten, wenn du auf dem Eis warst, rutschst du. Mit Schneeketten. Na klar, du hast ja keinen Griff. Ja, das ist Metall und Eis, das rutscht. Ja, zwischendrin hast du wieder Plaste ummantelt, was? Immer Metall, dann Plaste ummantelt die Kette wieder, dann ist sie wieder lose. Wir sind für Schnee und auf dem Asphalt solltest du gar nicht was haben. Ja, anders geht's nicht. Wenn ihr auf der Stellen sind,